Hallo zusammen, ich habe hier eine Autoapotheke und die Autoapotheke kühlt nicht. Und wenn ich hier das Voltmeter anschaue, das Voltmeter habe ich hier auf Plus und Minus auf der Steuerung angeschlossen und misse hier die Spannung und momentan läuft nur der Lüfter. Und wir haben jetzt das Problem, dass wir Unterspannung haben. Das Gerät ging aus und startet dann immer alle 68 Sekunden. Jetzt haben wir gesehen, der Kompressor ist gestartet. Wir haben jetzt eine Spannung von 11,7. Bisschen sinkend. Also das heißt, vorher hatten wir eine Spannung von 12,7 und jetzt von 11,7. Wir haben jetzt einen Spannungsabfall von über einem Volt. Und wir haben aber hier einen stärkeren Kompressor drin und der hat folgendes Symptom, dass der nach 30 Sekunden, das haben wir jetzt etwa, fängt er an mit der Drehzahl hochzufahren. Und wir sehen, er geht jetzt hoch auf 10,5 und schaltet dann aus. Wir können das Symptom jetzt wiederholen. Also der Kompressor startet, die Batterie mit 12,7 Volt, das ist gut geladen. Der Kunde ist auch hierher gefahren, eine Stunde, also die Batterie muss voll sein. Und jetzt geht er immer wieder aus und startet dann wieder und so weiter. Wir warten jetzt den Rhythmus nochmals ab. Ich habe jetzt hier ein Stück rausgeschnitten, weil 68 Sekunden warten ist sehr lange. Und ihr seht, der Kompressor ist gestartet, die Spannung fällt wieder zusammen. 11,7, jetzt etwa 1 Volt Spannungsabfall. Ich sage mal, die Zuleitung hier ist auch relativ dürftig. Die Batterie ist vielleicht auch nicht mehr das Wahre, aber 1 Volt Spannungsabfall hier ist eindeutig zu viel. Und jetzt nach 30 Sekunden, sollte jetzt dann soweit sein, fängt der Kompressor mit der Drehzahl hochzudrehen bis auf 4400 Umdrehungen. Und er hat eine kleine Verzögerung, aber bei 10, zack, ist er wieder aus. Ja, was gibt es da für eine Lösung? Es gibt die Lösung, wir bauen dickere Kabel ein. Der Kunde sagt, ja, wenn ich fahre, ist das überhaupt kein Problem. Es sollte eine neue Batterie rein und so weiter und so fort. Ja, aber laufen tut es immer noch nicht. Jetzt habe ich hier eine Brücke. Auf der einen Seite habe ich hier so ein Flachsteckhülse und auf der anderen Seite habe ich ein Ding mit Zunge. Und wenn wir hier jetzt auf der Steuerung gucken, ich habe hier unten die Klemme C. T wie für den Thermostaten und hier habe ich Klemme C. Und wenn ich von hier bis hier eine Brücke mache, dann läuft der Kompressor bis auf 9,6 Volt runter. Also ich habe die Brücke hier gemacht. Der Kompressor ist natürlich ganz klar sofort wieder angesprungen. Und wir haben jetzt hier, läuft er auf eben diesen 2000 Umdrehungen und dreht dann nach 30 Sekunden hoch. Sind sehr lange, wenn man darauf wartet. Oder jetzt geht's los, der Kompressor zieht mit der Drehzahl hoch, der Strom geht hoch, der Spannungsabfall wird größer und die Spannung geht runter. Eben, jetzt sind wir bei 10 Volt, 9 Volt. Der Kompressor läuft jetzt, jetzt hat er die Drehzahl erreicht. Und was jetzt ist, wenn der Kompressor so weiterläuft, 9,9, das ist schon richtig tief. Wenn er jetzt weiterläuft, dann haben wir Symptom, dass er natürlich den Saugdruck senkt. Das heißt, der Druck geht runter und mit dem sinkenden Druck im Kühlelement wird die Stromaufnahme kleiner. Es geht ein paar Minuten und dann
geht dann der Druck, der Druck nach unten, die Stromaufnahme auch nach unten, der Spannungsabfall auch nach unten, und durch das sollte hier an sich die Spannung am Eingang wieder steigen. Ja, langsam sehen wir, jetzt haben wir schon wieder 10 Volt, ohne dass wir irgendwas machen. Das hat damit zu tun, dass jetzt der Druck im Verdampfer sinkt. Und durch das braucht der Kompressor ein bisschen weniger Strom. Hopp, Licht ist aus. Wir können jetzt noch zuschauen, der geht vielleicht dann hoch auf 10,4 Volt. Jetzt, wenn der Tierarzt hier unterwegs ist mit dem Auto, ist das überhaupt kein Problem. Aber wenn er nicht unterwegs ist, dann haben wir Problem, dass die Kühlanlage natürlich ausgeht. Ja. Hier mache ich euch ein Video über einen anderen Spannungsabfall oder wie man irgendwas hier, wie man eine Kühlbox ja sicher nicht anschließen sollte. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.